Ganz, ganz, ganz kurzer Nachtrag. Hallo und herzlich willkommen übrigens. Das ist kein Let's Play, kein nix, das wird nicht so. Ich muss hier immer zeigen. Also Hardcore ist nicht für immer weg. Man braucht einfach nur, wenn man es ein einziges Mal gespeichert hat. Einmal reicht es, wenn man von dem aktuellen, wo man gestorben ist, ganz einfach nur die Region nehmen, also den Ordner Region vom Hardcore-Ordner, der trotzdem da bleibt. Ich dachte, der wird halt gelöscht. Und schon hat man wieder sein alles wieder. Das Einzige, was halt fehlt, ist hier die Statistik. Zum Beispiel hier habe ich hier gesehen bei der Zeit, mit geöffneter Welt genau 0,70. Ich bin ja schon deutlich, deutlich länger. Und ich glaube hier, das war jetzt das Beste bei der Spitzhacke, da hat man 2999. Hier haben wir 11.000. 12.000, ja genau. Das heißt, das ist zurückgesetzt. Aber da ich mir so gedacht, so, da ist es doch auch alles weg hier. Nein, ist auch alles da. Aber was man im Inventar hatte, das ist wieder das Alte so gesehen, wie man unten an meiner XP-Leiste sieht. Das heißt, man kann cheaten, ohne dass man unbedingt vielleicht sogar will. Na gut, ja. Aber ob es jetzt trotzdem weitergeht, ich glaube es nicht. Weiß auch nie, ob ich das Folge 12 nenne. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, hier ist alles wieder wie vorher. Aber hier ist trotzdem alles besser. Ja, hier hinten ist auch. Kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Hier ist auch alles noch komplett normal. Vielleicht werde ich für mich weiterspielen. Vielleicht werde ich das hier versuchen umzustellen auf nicht mehr Hardcore, sodass ich trotzdem weiterspielen kann. Weil ich finde, die Welt ist echt geil geworden. Ich würde es sehr schade finden, wenn die weg gewesen wäre. Na gut, klar, das ist natürlich, wenn man auf Hardcore spielt, ist das ja eigentlich so. Das soll ja auch so sein, aber ich bin Creeper. Ja, wie gesagt, wenn ihr es weitersehen wollt, vielleicht sogar, schreibt sehr gerne in die Kommentare. Ich werde es vielleicht dann umstellen auf nicht mehr Hardcore, wie gesagt, und ja, mal schauen, was passiert. Sonst spiele ich für mich so, dann werden es auch keine 2 Stunden Folgen, sondern einfach nur so just for fun. Ich habe gerade mal Bock, auch wenn es dann nur 10 Minuten sind, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch trotzdem 2 Stunden. Ah. Ich finde es super schade, dass es doch nur 21 bis 22 Stunden geworden sind. Und geschafft haben wir auch nichts. Ist jetzt hier nochmal zusammengeschnitten. Ich habe mir jetzt so überlegt, wie gesagt schon, und ich habe es hingekriegt, sogar ziemlich einfach und schnell, dass ich jetzt trotzdem immer mal wieder weiterspiele, jetzt ohne eine bestimmte Zeit. Und zwar im friedlichen Modus. Was bedeutet, die Villager wieder sind wieder da. Ich habe mir alles soweit wieder fertig gemacht. Und es ist alles von mir auch wieder da. Und es ist friedlich. Also es ist wirklich, jetzt gibt es hier keine Monster mehr, kein nix mehr. Aber ich fand die Welt dann doch zu geil, irgendwie, um die zu verlieren. Leider, okay, ist mir auch egal. Ich habe es auch nicht weiter ausprobiert. Vielleicht kriege ich das. Ist mir egal. Lasse ich so, wie es ist. Ist mein Inventar halt jetzt leer komplett? Weiß gerade gar nicht, ob es hier die Sachen gibt, die ich erlernt habe, die ich schon kenne. Nee. Okay, muss ich scheinbar alles neu erlernen. Oh Mann. Ja, gut, das passiert dann halt zwischendurch. Ist zwar doch schon ein bisschen doof jetzt so. Ah gut, hey, so ist das.
Gut, die Uhr ist zum Beispiel. Es sind schon einige Sachen weg. Ich glaube, selbst das, ja, bekomme ich auch hin. Ich denke mal, das bekomme ich auch wieder hin. Fernglas meinte Manuel, habe ich auch schon, ja. Habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ja. Immer noch mega schade. Ich bin echt schon fast traurig, kann man sagen. Ah, gut, so ist das. Oh, ich habe auch keine XP mehr. Das ist natürlich auch doof. Aber jetzt gibt es ja eh keine Monster mehr. Also gehe ich mal davon aus, dass das jetzt alles hier ein bisschen einfacher wird. Guck mal, ich habe ja jetzt hier schon wieder. Bin da schon fast wieder auf Stand, ne? Gut. Nacht müsste es trotzdem werden, hoffe ich. Ich hoffe, das bleibt es nicht Tag. Selbst der Eisengut, es ist wieder alles da, es ist alles wieder schick. Und ja. Genau, ah, mein kleines Häuschen hinten möchte ich euch auch nochmal kurz zeigen. Kennt ihr ja von vorgestern oder gestern. Falls ihr das Video gesehen habt, da habe ich ja hinten richtig, richtig groß gebaut. Genau, hier ist alles wieder da, ganz normal. Herrlich. Ich hatte schon ein bisschen so gedacht, so schade. Aber ist alles gut, ne, Schwentchen? Oh, die Kühe sind nicht mehr da, glaube ich. Ich glaube, das ist ja nicht von mir platziert. Ich glaube, die sind nicht mehr da. Die sind nicht mehr da. Gut, Hühner, gar kein Thema. Achso, weil ich im Wasser war kurz. Wow. Hühner sind ja gar kein Problem. Die können wir, also auch wenn nur eins rauskommt, reicht das auch völlig aus. Zwei. Reicht völlig aus. Das geht so fix hier wieder voll. Ja. Gut, ein Neustart ist das trotzdem absolut nicht. Aber ich denke mal, besser wie nix. Und ich spiele ja trotzdem noch richtig. Jetzt habe ich Schluck auf. Trotzdem noch richtig. Nur halt ohne Monster. Wahrscheinlich, vielleicht. Weiß ich natürlich auch nicht. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne und schreibt hier in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Ciao.